Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Hannah Adi Beauty. Heute habe ich für euch einen sehr schönen Look, wie man sehen kann. Und die Betonung liegt hier wirklich sehr schön auf dem Lippenstift. Und ich würde sagen, ich fange direkt an mit dem Look. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dran bleibt. So, für diesen Look hier werde ich die Morphe Brushes Palette benutzen und die ist wirklich wunderschön. Und als erstes werde ich jetzt diesen braunen Lidschatten hier nehmen und den in meiner Lidfalte auftragen. Und anschließend wird das Ganze verblendet mit einem E40 Blenderpinsel von Sigma. Und jetzt kommen wir auch zum nächsten Schritt. Ich nehme jetzt von NYX den Jumbo Eye Pencil in einem schönen Bronzeton und den trage ich dann auf mein bewegliches Lid als Base auf. Und anschließend werde ich dann auch einen selben Lidschatten, also in derselben Farbe, dann auch drüber auftragen, um das Ganze zu fixieren. Für die Lidfalte nehme ich noch so einen altrosa Ton und werde mir dann nochmal die Lidfalte damit verblenden. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Ich trage mir jetzt einen lilanen Eyeliner auf und der hier ist von Benefit. Das sind die Push-Up Liner und die gibt es in 4 verschiedenen Farben und die sind wirklich wunderschön. Und wenn ich fertig bin, werde ich mir jetzt den Braunbogen nochmal definieren mit einem Concealer. Und anschließend gehe ich dann einfach mit einem Highlighter noch drüber, um ein bisschen Schimmer zu verleihen. Am Ende verblende ich immer das Ganze zusammen, damit wir einfach keine harten Kanten haben und wirklich alles schön miteinander verläuft. Und das ist wirklich sehr wichtig bei einem Augen-Make-up. Und jetzt werde ich mir noch die Wimpern tuschen mit einer Mascara. Ihr könnt egal welche nehmen und das mache ich dann oben und unten. Als Bronzer nehme ich jetzt einen von Make-up Store und der ist auch wirklich sehr schön, ist ein sehr schöner warmer Braunton und damit werde ich mir jetzt einfach ein bisschen Bräune verleihen und konturieren. So, im Innenaugenwinkel werde ich mir dann jetzt noch einen Highlighter auftragen und den ziehe ich dann auch ein bisschen leicht unterm Wimpernrand und das sieht auch nochmal schön frisch aus. Und dann machen wir weiter mit dem Blush. Jetzt werde ich einen Blush auftragen von, oh Gott, wie heißt er nochmal? Ich vergesse es immer, von Milani. Das ist der Luminoso und der ist auch wirklich sehr schön. Der enthält auch ganz feine, schöne Schimmerpartikel. Und jetzt soll ich noch die Nase konturieren. Leider habe ich irgendwie die Lippen, ich weiß gar nicht, wo das Video hin ist oder wo dieser Teil hin ist. Aber ich werde euch den Lippenstift auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Und das wäre dann der fertige Look. Ich hoffe, dass er euch gefällt. Er passt wirklich wunderschön mit den Ohrringen zusammen, wie man sehen kann. Und ich würde mich freuen, wenn ich einen Daumen hoch für dieses Video hier kriege. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald!